Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Path Specialist. Heute beschäftigen wir uns mal mit diesem Thema. Heute geht es um das Thema Luftverlust im hinteren Bereich. Außerdem haben wir auch noch Probleme mit der Niveauregelung, aber das zeigen wir euch jetzt genauer. Hier wird ein Druckverlust an der Hinterachse beanstandet. Der Fahrer hatte erwähnt, dass es nur in speziellen Positionen der Fall ist. Aus dem Grund werde ich gleich einmal das Fahrzeug hochfahren hinten mit dem Panel. Und dann wird Kevin hinten gucken, ob da ein Druckverlust an dem Luftfederbalken vorliegt. Ich kontrolliere mal eben, ob Kevin weg ist. Kevin, bist du weg? Ja, ich bin weg. Alles klar, dann können wir anfangen. Ich fahre das Fahrzeug hoch. Der eine Luftfederbalk hat offensichtlich ein Loch. Den anderen bauen wir vorsichtshalber mit aus und gucken den noch einmal auf den Prüfstand, ob da auch irgendwie eine Undichtigkeit vorhanden ist. Ich hole mal eine Winde, damit wir das Fahrzeug entlassen können, damit wir die Luftfederbälge ausbauen können. Und die hole ich mal eben her. Genau, man kann das Ganze natürlich, braucht man nicht nur eine Winde für. Man kann das natürlich auch mit Hölzern machen. Das heißt, wenn ihr die Hölzer habt, dann zwischen Rahmen und Achse, dass sie dazwischen kommen. Aber es gibt auch natürlich Varianten mit dem Kran. Und so könnt ihr das ganze Fahrzeug dann auch entlasten, dass ihr die Luftfederbalken ausbauen könnt. Ja, Lars kurbelt schon mal hoch und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter, ne? Ja, wie gesagt, müssen wir eben noch die müssen wir eben noch die Luftfederung runter machen, um das zu entlasten. Ja. Hier haben wir verschiedenste Luftfederbälge. Diesen wollen wir jetzt einbauen. Hier oben ist die oberste Halteplatte. Hier unten der Stahlkorben. Hier, den kann Lars auch direkt einbauen. Hier, Lars. So, dann haben wir hier noch weitere. Auch mit oberster Halterplatte, aber der hat einen Kunststoffkolben. Dann gibt es die Varianten, dann ganz normal. Oberste Halteplatte mit den Fixpunkten hier und Luftanschlüssen dort. Aber der ist ohne Kolben. Dann haben wir auch im Sortiment nur den einfachen Balk, ohne oberste Platte, ohne Kolben. Dann haben wir dieses Exemplar. Dieses wird dann direkt am Rahmen geschraubt, ja, und unten dann nochmal fixiert. Die Luftanschlüsse sind dann hier oben. Hier kann man das besser sehen. Und dann haben wir der hier, der ist für die Liftachsen jeweils, das ist ein Liftbalk. Ja, diese und weitere Artikel für Luftfederbälge findet ihr bei uns im Partnerportal. Wie immer gehen wir auch wieder auf die Fehlerbilder ein, die entstehen können im Bereich des Luftfederbalks. Ich habe hier ein paar Beispiele vorbereitet. Wir fangen hier mal an. Wir haben hier einmal eine überdrehte Mutter. Ob das jetzt bei der Demontage oder durch ein zu hohes Drehmoment entstanden ist, können wir nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall ist das ein Fehlerbild, was entsteht. Entstehen kann, wenn man ein zu hohes Drehmoment verwendet, weil die Mutter dann überdreht. Das ist auch der Balk, den wir ausgebaut haben. Wir haben hier einmal die Scheuerstelle, das bedeutet, die ist im Bereich des Rollkolbens und somit ist sie wahrscheinlich entstanden, weil zwischen Rollkolben und dem Luftfederbalk, dem Gummi, was zwischengelegen hat und das aufgerieben wurde. Das ist auf jeden Fall kein Fehler am Produkt, sondern ein Fehler durch Fremdgegenstände. Hier haben wir einmal, da haben wir sie, thermische Überlastung. Das sieht man hier, dass das Gummi hier in dem Bereich thermisch überlastet wurde. Dadurch kann es reißen, kann undicht werden. Das ist beispielsweise durch eine thermische Überlastung der Bremsanlage entstanden oder durch andere Komponenten im Umfeld. Genau. Und hier haben wir auch noch ein anderes Fehlerbild. Hier ist der Artikel porös im unteren Bereich. Bis zu einem bestimmten Maß ist das noch in Ordnung, aber in diesem Fall sieht man schon, dass das Material schon sehr beschädigt ist. Somit hätte der sowieso bald ausgetauscht werden müssen. Der wird auch bei Untersuchungen, bei Sicherheitsuntersuchungen mit kontrolliert und hätte dann sowieso bald ausgetauscht werden müssen. In diesen Fällen bitte immer kontrollieren,
ob die Bremsanlage, wo der Bremsanlagendefekt liegt und beheben. Hier haben wir noch einmal eine abgerissene Montageschraube. Hier sieht man, dass der Artikel noch neu ist, neuwertig. Hier stehen auch extra Drehmomente drauf. Hier ist das Schild beschädigt. Ich zeige euch gleich noch einmal ein nicht beschädigtes Schild. Hier ist ganz klar zu erkennen, dass das Drehmoment überschritten wurde. Darum immer darauf achten, bei uns ist hier im oberen Bereich hier ein Schild mit den Drehmomenten für die Schrauben angegeben. Das ist der Luftfederbike, den wir gerade einbauen. Und da haben wir diese Drehmomente natürlich auch beachtet. In der Zeit, wo Lars ihm die Federbilder erklärt hat, habe ich die linke Seite schon mal ausgebaut. Wichtig ist, was wir hier noch beachten müssen, ist, wenn ihr die Artikel tauscht bzw. erneuert, dass ihr auch die richtigen nehmt. Wenn er zu kurz ist, kann es natürlich angehen, dass die Kopfplatte, dass sie sich verbiegt, bzw. auch, dass der Rollkolben unten rausrutscht. Und das soll ja natürlich nicht passieren. So, bevor wir jetzt erstmal übergucken, was damit ist, bzw. Prüfen wir den jetzt bei uns im Prüfbecken und dann sehen wir, ob wir einen neuen brauchen oder ob wir den weiter verbauen können. Wie ihr gesehen habt, ist der alte Artikel im Prüfbecken undicht. Kommen gleich kleine Luftbläschen an verschiedensten Stellen raus. Wenn ihr sowas prüfen wollt und kein Prüfbecken vor Ort habt oder beziehungsweise sowas gar nicht in der Werkstatt, könnt ihr das auch ganz einfach mit dem Lecksuchspray machen, wie wir es beim ersten Luftfederbike vorhin gemacht haben. Aber es geht auch natürlich einfaches Prielwasser. Ja, dann gehen wir her damit. Danke. Bitte. Das hat gut geklappt. Beide Luftfederbelge sind erneuert. Jetzt widmen wir uns nochmal dem Problem mit der Niveauregulierung. Ich weiß nicht, Kevin, hast du schon was ausgelesen? Ja. Und? Linke Seite zeigt überhaupt keinen Wert an. Die rechte Seite ist komplett plausibel, aber links hat er überhaupt gar keinen, als wenn er gar nichts übermittelt. Okay, dann machen wir gleich mal die Zündung aus, gucken mal, wie der Stecker aussieht. Anschließend sollte man die Leitung alle vom Steuergerät oder von der Verbindungsstelle zum Stecker durchmessen, so dass man halt auch kontrolliert, ob da irgendwo ein Bruch drin ist. Wenn das alles gegeben ist und wenn alles in Ordnung ist, das Gestänge habe ich schon kontrolliert, das ist in Ordnung, da sind keine Beschädigungen dran, dann muss der Sensor erneuert werden und wir führen das mal eben die ganzen Prüfungen durch und dann gucken wir mal, was rauskommt. Wir haben jetzt alle Prüfungen durchgeführt. Die Widerstandswerte waren in Ordnung, keine Übergangswiderstände oder ähnliches. Auch der Stecker sah gut aus. Somit ist davon auszugehen, dass der Sensor defekt ist. Kevin hat, glaube ich, hier einen neuen schon. Ne? Genau, ich habe einen neuen Sensor, den hatten wir schon liegen. Falls ihr sowas auch liegen habt, zu der gleichen Bauform, dann könnt ihr euch zum Beispiel die Arbeit sparen, die wir gerade gemacht haben. Wir wollten euch einmal zeigen, was man alles machen muss oder kann. Dann könnt ihr den auch einfach raufstecken und dann könnt ihr die Werte vergleichen, ob auch Werte vorne anzeigt oder nicht. Baust du ihm ran? Ja. Kann ich eben schon mal gucken? Ja, ist drauf. Ja, warte. Yep. Die Werte sind zwar noch nicht beide gleich, aber wir müssen ja sowieso den neu einstellen. Ich würde sagen, wir tauschen den und der wird es am Sensor gelegen haben. Wir haben auch alles andere auch gemessen, ja. Ja, dann lass uns das eben machen. Ich habe mir die Werte gerade noch mal mit der Diagnose nach dem Austausch des Artikels angeschaut. Die waren alle soweit in Ordnung. Somit können wir jetzt alles zusammenbauen. Hier haben wir noch mal ein paar Produkte, die das Thema Niveauventil betreffen. Hier haben wir einmal einen fürs Fahrerhaus. Einmal haben wir hier einen oben mit Magnetventilblock. Zudem haben wir hier noch mal eine kleinere Variante vom Niveauventil und zudem eine für Auflieger, Anhänger und andere Anwendungen. Alle diese Produkte findet ihr bei uns im Partnerportal. Genau. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder zu sonstigen Artikeln, dann wendet euch ruhig an unseren Helpdesk. Eine Diagnose, Fehlerspeicher hast du eben gelöscht? Habe ich gelöscht, ja. Gut. Dann können wir gleich, wenn wir zusammengebaut haben, neu eben aussatteln. Jo. Gucken, ob er den Druck hält. Ja. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao.